Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Fire Emblem, The Binding Blade. Ja, ich nehme den Part jetzt schon zum zweiten Mal auf. Ja, ihr geht mal bis hier hin. So, ich habe den Part ja, wie gesagt, wie gerade eben gesagt, schon mal aufgenommen, ne? Und ja, ich versuche sie jetzt mal ähnlich zu machen wie vorhin. So, Zorro, du gehst dahin. Du gehst dahin, ich glaube. Ich glaube nicht, dass die da Fernkampfwaffen haben. Ja, du gehst mit ihnen. Und so, du gehst dahin. So viel Lärm. Eine Schlacht. Was geht hier vor sich? Ja, ich habe, glaube ich, ungefähr bis zum Anfang des zweiten Zuges gespielt. Ich weiß eigentlich gerade gar nicht, was ich sagen soll. Nice, Waffenlevel hat sich erhöht von Ellen. Ja, Gegnerphasen sind immer so ein bisschen schwierig zu kommentieren. Hoffen wir mal, dass das alles hier so schnell wie möglich fertig ist. Oh, nice, dieses Mal macht er sogar einen Crit. Beim letzten Mal hat er keinen gemacht. Wäre doch schön gewesen, wenn es im ersten Zug gewesen wäre. Okay, greift Ellen an, macht ruhig. Komm. Es gibt immer der eine da, ne? Es gibt immer diesen einen, der sich direkt vor Ellen stellt, ne? Schon beim letzten Mal. Ja, wie fahren wir jetzt fort? Das Blöde ist nur, dass die Hälfte hier keine Kämpfer sind, Alter. Okay, wie viel macht der Langspeer? Nice. So, die will ich nicht zu weit nach vorne stellen. Schon frustrierend, dass wir hier so wenige Kämpfer haben, ne? Ellen kriegt jetzt erstmal eine Heilung. Ja, besiegt den mal mit dem Schwert.
Digga, sein Rapier, der ist so nutzlos. Ja, der kann halt leider von hier jetzt nicht weg, ne? Ja, das war do so dumm, die da so nah zu stellen, ne? Beim letzten Mal habe ich sie auch nicht so nah gestellt. Jetzt weiß ich auch warum. Ja, komm, besieg du den. Quit. Nice. Also irgendwie fühle ich gerade gar nichts. Ich muss die Schlacht nochmal machen, oder? Hätte ich es bloß so gemacht wie ursprünglich. Bis gleich. So, Leute, ich habe soeben den ersten Zug beendet. Ach komm, das können wir speeden eigentlich. Das will niemand sehen. Oh lol, diesmal hat er sogar einen Crit gemacht. Direkt. Ehrenmann. Oh, stimmt. In Speed muss ich ja auch noch. Komm, machen wir es so. Komm, Dick. Du bist der Zorro hier, du musst ihn besiegen können. Wie weit kann der gehen? Fuck. Du dir deine Heilung erlangen? Heißt, das ist jetzt fast voll geheilt. Ja, weil wir haben ja gar keine Schwerter im Vorrat, ne? Na, zur Not verweilen wir halt in dieser Position ein bisschen länger. Ist jetzt auch nicht das Ende der Welt. Oh lol, der macht einfach gar keinen Schaden auf Markus. So, stell du dich dahin.
Am Ende würden die ja sowieso da in der Mitte landen. Wisst ihr, eigentlich hätte ich auch den gleichen ganzen Part nochmal aufnehmen können, aber darauf hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock. Ja, die werden scheiße, die da. An denen vorbeizukommen wird beschissen. Aber das war halt schon Betrug teilweise, ne? Die hatten teilweise richtig niedrige Trefferraten und haben einfach getroffen. Ja, ich würde sagen, du gehst weiter nach vorne. Ja, okay, Dorothy killt den. Das ist gut. Klar, die oder auch nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ey, ohne Scheiß, Bogen. Also, Axtritter hier in dem Spiel, das sind wie Bogenschützen in Fire Emblem Echoes. Einfach beide scheiße und treffen nie. Ein 100% Treffer. Wurde mit einer Axt. Oh, Alter, Mann. Ey, Markus. Markus, der ist so krass, ne? Der kann selbst Bogenschützen gut machen. Ja, der Typ ist einfach the GOAT. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass dieses Kapitel nicht allzu lang sein wird. Ich meine, wir sind jetzt in welcher Runde? Der dritten oder so, ne? Ganz ehrlich, wenn wir das nächste Mal in den Waffenladen sehen, erstmal Schwerter kaufen, ne? Du gehst lieber dahin. Bitte beide Male. Danke. Jetzt kann ich auch mit meinem Heiler etwas näher kommen. Das Gute ist an Heilern auf Fern, ne, dass sie ja relativ schnell an den Einsatzort kommen. Ja, nee, als das traue ich mich tatsächlich noch nicht dran. Geil wäre es, wenn der jetzt einen Türschlüssel oder so hätte. Okay, in der Runde werden sich Alan und Markus um die kümmern. Okay, Chad, du gehst mal nach vorne. Auf der Seite, auf den Seiten sind wir eigentlich fertig, ne? Das ist jetzt nur noch die Mitte, die ein bisschen Probleme bereitet. Oder? Ja, doch. Aber ich glaube, ohne Chad können wir die Tür nicht öffnen, ne? Was schon scheiße ist.
Komm, triff. Jetzt. Der Typ ist mit der Eisenaxt einfach unbesiegbar. Ne, Äxte sind ja generell sehr stark, ne? Was dann auch mit einer 100% Trefferquote. Kann sich sehen lassen. Jo, Roy, kannst du den jetzt eigentlich finishen? Yes, kann er. Nice. By the way, ist es nur Boss besiegen oder? Thron einnehmen. Ja, okay, also muss Roy auch auf dem Thron sitzen. Okay, dann kommen keine Magier schon mal zu uns. Scheiße, es kommen von hinten neue. Ja, okay, aber es ist zum Glück niemand mehr dort. Okay, erstmal überlegen. Okay. The Goat Markus muss mal wieder ran. Komm, du kümmerst dich jetzt auch hier. Ja, Leute, ich denke, ich würde mir jetzt echt die Zeit nehmen, hier einfach alles zu holen. Ja, nimm du den jetzt erstmal raus. Crit. Nice. Crits sind immer was Gutes. Aber ohne Scheiß, wir müssen echt wieder Waffen kaufen, ne? Ich hoffe, dass es auf dem nächsten Schlachtfeld einen Waffenladen gibt. Boah, das könnte etwas riskant sein, ne? Jo, wisst ihr was? Wir machen einfach den hier. Jetzt müssen wir noch irgendwas mit ihm machen. Oh, Junge! Jetzt gehen sie sich an die Gurgel.
Zeit, alles zu plündern, während die Wachen beschäftigt sind. Nein. Nice, Waffenlevel hat sich erhöht. Okay, der verfehlt und kriegt auf die Fresse. Oh nein, einer meiner Feuer ist verbrochen. Das ist aber schade. Ich habe hier nur noch zwei weitere. Na, es ist echt schon ein Segen, dass man nutzt. Ja, okay, ihr zwei, ihr kommt noch mal zurück. Nach oben. Der Pflegerohr, das ist gut. Besonders für Dieke ist das sehr gut. Einfach eine volle Heilung. Ja, mit Eisenklinge kann ich hier schon mal mehr anfangen. Ey, ohne Scheiß, ich glaube, das hier wird sich nur etwas in die Länge ziehen, dadurch, dass ich hier mir den ganzen Loot hole. Aber ganz ehrlich, Markus, die brauche ich hier oben nicht mehr. Also zumindest vorerst. Also da unten. Ey, ohne Scheiß, der Typ ist einfach der MVP des Kapitels, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass der so viel heute macht. Der ist halt sogar schon Level 6. Er sieht so aus, als könnte er Ninos Sohn sein. Natürlich gehen die alle auf die. Warum gehen die alle auf ihn? Natürlich gehen die jetzt auf Chat. Okay, wie weit kann die jetzt gehen? Okay, du stellst dich schon mal dorthin. Du besiegst den hier. Ach, auf der anderen Seite gibt es mindestens genauso viele Gegner, oder? Und hier gehen die nirgends hin. Die haben einfach nur keinen Bock, sich zu bewegen, okay. Nicht warten. Oh, scheiße, ich wollte heilen. Da bringt auch selbst die Eisenaxt mit ihm nicht viel.
Okay, kommt mal wieder nach oben. Ja, Rutger könnte eine Heilung vertragen. Ja, ich denke, den Zug können wir beenden. Da unten ist auch noch ein Weg. Stimmt. Ein Öffner. Komm, besieg die hier mal mit der Eisenaxt. Oh, das könnte jetzt riskant sein. Nee, mach ich lieber nicht. Das Ding ist halt so, wenn die jetzt da unten ihn angreift, ne? Ich denke nicht, dass er stirbt. Geil, wie ich hier einfach sogar schon Heiler platzieren kann und so. Eigentlich müssen wir nur noch Sachen looten. Das ist der einzige Grund, warum das Kapitel so lang geht. Unnütze Wachen, geht nun. Fürchtet meine Magie und kniet vor ihr nieder. Reden. Hey, du bist doch. Ups. Warte. Hey, mach mal halblang. Lass meinen Arm los. Au, das tut weh. Oh, das tut mir leid. Aber was tust du hier? Ich, du weißt schon. Dies und das eben. Ich bin ein beschäftigtes Mädchen. hier, auf einem Schlachtfeld? Oh, ja, gerade weil dies ein Schlachtfeld ist. Ups, ich sollte meine Zunge im Zaum halten. Hast du irgendetwas vor? Warte, warum hast du uns von dem Fluchtweg erzählt? Was? Tut mir leid, ich bin auf dem Ohr etwas taub. Wer bist du überhaupt? Mach dir darum keine Sorgen. Du hast mich nie gesehen. Ich muss los, man sieht sich. Hey, warte! Muss ich vielleicht mit Chat reden? Also. Oder vielleicht noch mal mit Ellie, nicht Ellie Wood, mit Roy.
Dick ist ja immer noch fast tot. Ja, heil ihn mal. Ja, wisst ihr was? Ich glaube, wir warten erstmal mit denen. Nicht aussetzen. Okay, der macht nochmal Flux, aber Flux ist ein Angriff, der ist immer mega stark, aber trifft nicht so häufig, ne? Das war etwas dumm von mir, ne? Haha, den Dietrich geklaut. Naja, dann bräuchte ich halt schon noch ein paar Einheiten dorthin. Okay. Es trifft gerade einfach gar nichts. Ja, wisst ihr was? Wir beenden den Part. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Süß.